Hä? Da hat was rot geleuchtet. Oh! Ich hab daneben. Ich würde nicht sagen, der war nah, aber der war schon ziemlich nah, ne? Nimm's mal eben hoch. Wie dein Freund, mein Freund. Muss ja auch nicht immer alles auf Geschlechter auslaufen. Ich finde das teilweise sehr anstrengend. Hier scheint irgendwie nichts mehr zu sein. Es ist auch echt sehr dunkel gerade. Bin mega müde, schlafen, frustriert bei so drei Sachen. Oh nein. Warum bist du denn frustriert? Das ist so ein schöner Tag. Ah, da ist eine Ladung. Aber es ist doch so ein schöner Tag. Da muss man nicht frustriert sein. Hinten ist auch noch eine Ladung. Oh! Muss vielleicht mal den Hund füttern. Hallo, vergiss dein armes Tier nicht. Lass für den Hund auch was einen wunderschönen Tag sein. Also geht's dir bestens. Isa, hast du deine Ahnung, was der Unterschied zwischen einer 70-Euro- und einer 20-Euro-Matte ist? Also ich muss sagen, ich mache halt alles auf dieser Matte. Ich mache auch diverse Sprünge und Mountain Climbers. Und bei meiner 20-Euro-Matte ist die komplett kaputt gegangen hinten. Also die ist halt wirklich... die ist, war halt einfach sehr, sehr dünn und die ist komplett kaputt gegangen. Also das Material ist auch zerbröselt und alles. Und bei der, die ich jetzt habe, bei der kann ich Sprünge drauf machen und die kann das standhalten. Also natürlich auch nicht für immer, aber wahrscheinlich länger als diese 20-Euro-Matte. Und sie ist halt dicker, die ist total gemütlich und deswegen... Ich liebe Regen. Wir haben seit drei Tagen Regenwetter. Also bei uns scheint die Sonne, wie man sieht. Ich muss halt alles mit Sprüngen und so einem Quatsch halt auch auf der Matte machen, weil ich nicht möchte, dass unten, dass es zu laut wird halt, ne? Deswegen. So, welche Quest machen wir denn jetzt als nächstes? Schatzsuche. Okay, haben wir erstmal fertig. Wir haben jetzt hier eine Level 14 Aufgabe. Wir haben hier noch ein paar Level 12er Aufgaben. Das ist richtig. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder zu Hurensohn. Also ich gucke halt, dass ich die Quest irgendwie mit dem Level so abarbeite. Wie kann man Regen lieben? Manchmal ist ein schöner Sommerregen ist super. Um ehrlich zu sein. Den finde ich auch toll. Aber auch nicht jeden Regen. Ich müsste die Matte eben selbst bezahlen. Ja, es ist dann leider... Ich verstehe deine Problematik. Gewitter ist wirklich das Bett. Das Gewitter... Ich liebe Gewitter, wenn man so im Bett liegt, eh nur so rumdöst und dann gibt es richtiges, geiles, lautes Gewitter. Ich liebe das. Das macht mir auch in der Tat mega viel Spaß. Gewitter, Mannschaft, hatten wir endlich mal wieder eins. Weil ich immer draußen bin, wenn es anfängt zu... Oh, okay, Jinx. Das ist dann doof. Also draußen wäre ich auch nicht gerne, wenn es regnet, aber so normal, das ist richtig, richtig cool. Ich müsste eigentlich mal mein Fenster schließen, damit kalt wird, weil meine Mutter die Tür aufgelassen hat bei mir, damit halt die Luft ein bisschen durchzieht. Das ist auch echt toll, weil dann habe ich hier mal nicht immer so stickige Luft. Das Problem ist nur, mir wird kalt. Wenn ich auf dem Fahrrad bin, finde ich Regen auch eher ungünstig. Vor allem mit meiner 15 Jahre alten Regenjacke. Oh. Also, ich hab's ja auch mal, da bin ich von meinem Ex-Freund, da haben wir am vorigen Tag eine Fahrradtour gemacht. Und nach dieser Fahrradtour... Los, lauf! Und nach dieser Fahrradtour... Wartet mal eben, Entschuldigung, ich muss mal nochmal auf die Map gucken. Ja, ist klar. Nach dieser Fahrradtour, also am nächsten Tag bin ich dann wieder nach Hause gefahren mit dem Fahrrad, weil das Fahrrad halt ja bei uns stehen musste. Und es war eigentlich so... Ein bisschen bewölkt, sah aber eigentlich nicht nach Regen aus. Und dann dachte ich so, ja, okay, dann läufst du halt jetzt einfach ein bisschen weiter. Und, ja, ich saß 5 Minuten auf dem Fahrrad und dann hat es geschüttet wie aus Eimern.
Und als ich dann zu Hause war, was 20 Minuten, 25 Minuten später war, ich war kletschnass. Von oben bis unten, alles war einfach bei mir nass. Sommerregen ist schön, vor allem der Geruch dazu. Oh ja, das stimmt. Das Beste am Regen ist doch, wenn man draußen ist. Im Regen Fußball spielen. Im Regen Fußball spielen habe ich noch nie gemacht, tatsächlich. So, wer hat jetzt hier die Quest? Entschuldigung. Wer hat mir die Quest? Es schüttet überhaupt nicht. Hä? Steh gerade. Steh gerade. Ah, hier. Hier ist Hertan, Bürger aus der freien Stadt Novigrad und Fremde. Die noble Familie Wegelbutt gibt sich die Ehre zum alljährlichen großer Erasmus Wegelbutt Gedächtnisrennen zu laden. Es sind sowohl Zuschauer als auch Teilnehmer des Rennens willkommen. Wie üblich findet das Rennen auf dem Gelände des Wegelbutts Anwesens statt. Man wende sich mit allen Anliegen an den Rennleiter. Und eine neue Nebenquest. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Quest, die wir haben. So schnell wie möglich zum Anwesen der Wegelbutt. Der Eisvogel. Da wollen wir hin. Huch, wir sind schon drin. That's what she said. I know. Wir müssen irgendwie hoch. Ich sollte nicht mehr herkommen. Der Eisvogel ist voll die schöne Kneipe, um ehrlich zu sein. So, bin da mal weiter spielen. Der Alkohol ist derselbe, aber die Kundschaft ist derselbe. Deadlife muss auch irgendwann sterben. Hey. Links, ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für deine Tipps, die mich im richtigen Moment definitiv, die mir im richtigen Moment definitiv geholfen haben. Und hab noch einen schönen freien Montag, ne? Die Ohren steigen. Ich wollte eigentlich nicht mit Priscilla reden. Mann, reden wir. Ja, ja, bei Isa war alles nass und feucht. Ach, Jordan. Sag mir, du und Rittersporn, wie habt ihr euch kennengelernt? Bei einem Poesieturnier in Elanda. Ich hatte natürlich schon viel von Meister Rittersporn gehört. Und tatsächlich... Zunächst hielt ich ihn für einen aufgeblasenen, selbstverliebten Trottel. Zunächst? Nun, nur Kühe ändern nie ihre Meinung. Ich änderte meine, als er kam, um mir zu gratulieren. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, mit Anstand zu verlieren. Rittersporn kann nervtötend sein, das bestreite ich nicht. Aber er kann auch aufrecht und edel sein. Naja, sonst würde ich es wohl auch nicht ertragen, ihn um mich zu haben. Ich verstehe. Wie süß. Ich bin ja immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Dann waren meine Eltern einmal im Urlaub wirklich gerade gefahren. Ich war also alleine zu Hause. Der Himmel war schon dunkel, als ich los musste. Ich dachte mir, wenn ich schnell genug bin, passt das schon. Nach 2/3 der Strecke, also nur noch 10 Minuten bis zur Schule, ist der Himmel auseinandergerissen. Es gab nichts zum Unterstellen, Anhalten, um den Regensachen auszuziehen. Anzuziehen hätte ich nichts gebracht. Also an der Schule angekommen. Hi, Leute. Freien Dienstag auch noch, bei Jinx. Ich bin neidisch, ich muss morgen nämlich arbeiten, aber dann wünsche ich dir auch noch einen schönen freien Dienstag. Sag, dass ich später komme. Ich muss nach Hause mich umziehen. Also direkt zur Verwaltung und meine Tante anrufen, dass sie mich abholt. Hände jetzt war danke, Witterblatt. Na super. Klasse. Hör mal, ich habe Hurensohn Junior gefunden. Ja? Und? Hast du was erfahren? Ja. Ciri und Rittersporn wollten Sigiräuvens Schatz für Hurensohn stehlen. Im Gegenzug hat Hurensohn versprochen, jemanden zu finden, der Ciris Phylakterium reparieren kann. Kaum zu glauben, dass sie mit diesem Bastard verhandelt hat. Wo doch weithin bekannt ist, wie man endet, wenn man mit Willi paktiert. Ciri war verzweifelt. Aber du hast recht, es war nicht die beste Idee. Schließlich hat Hurensohn Ciri verletzt, nachdem er Dudu gefoltert hatte. Dudu? Wie... Was hat denn Dudu damit zu tun? Offenbar hat Rittersporn sich an ihn gewendet, um Ciri zu helfen. Ein Glück, dass Dudu entkommen konnte. Er versteckt sich jetzt vermutlich. Oh, und was ist mit Willi? Der ist tot. Richtig. Alles Gute. So, damit haben wir die Quest abgeschlossen. Damit haben wir aber auch einen Teil der Quest. Ja. Verdammt, wir sind nicht in... Doofe ist halt, wir sind jetzt nicht... Egal. Wir sind halt nicht in dem
Versteck von Junior gewesen, aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wo das sein sollte. Wir haben jetzt hier noch eine Level 14er Quest, Hauptquest. Dann haben wir noch eine Level 12er Quest. Auge um Auge. Triff Rosche in seinem Lager. Sprich mit dem... Ah ja. Okay, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um diese Nebenquest, würde ich behaupten. Bevor wir mit der Hauptgeschichte irgendwie weiterspielen. Ist eine Haupt... Ja. Okay. Ich müsste aber mal eine kurze Päuschen machen. Schlussendlich hatte ich die ganze spannende Stunde verpasst. Aber ich musste es, glaube ich, nicht entschuldigen. Ja, das kann ich aber nachvollziehen. Ey, wenn du... Wenn du nass bist, dann bringt es ja auch nicht, dich in den Unterricht zu setzen, weil du wirst ja nur krank dabei. Und das ist nicht so geil. Liebe Freunde, ich würde sagen, wir... also, wir machen eine kurze Pause. Ich bin gleich sofort wieder da. Ich müsste nur einmal auf Toilette. Und nachdem ich dann auf Toilette war, hole ich mir noch was zu essen. Das wird aber alles nicht lange dauern. Also keine Bange. Wir sehen uns dann gleich wieder. Dann viel Spaß beim Rumshalten. Vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Hab einen schönen Tag dir noch. So, dann bin ich wieder. Iris. Viel Spaß beim Rumsorten dann.
Akkad wird heute Abend erst wieder freigeschaltet, ne, Vincent? Ich finde das auch doof, ganz ehrlich. Ess immer ein Würstchen auf und dann geht's auch weiter. So, zurück ins Spiel. Vielen Dank, Nisi. Es ist halt leider auch nur so ein kleiner Snack. Ja. Wer ist er denn? Hä? Graf Kurt Dusart. Bist du wegen des Auftrags hier? Welchem Auftrag? Du brauchst doch einen Hexer, oder nicht? Durchaus, aber nicht irgendeinen Rumtreiber. Man hört ja alle möglichen Geschichten über die Irren von der Katzenschule. Zu welcher gehörst du? Ist das nicht offensichtlich? Zur Greifenschule. Ein Würstchen, wie gesund, ja. Sobald hat irgendwas zum Snacken und da sind die Würstchen einfach super lecker. In 13 Stunden, also erst morgen. Zur Wolfsschule. Ah ja, die ist gut. Ich kannte mal einen Hexer von dieser Schule. Barnabas? Nein. Aber er fing mit B an. Wie auch immer. Zur Sache. Ich habe vor kurzem ein Anwesen östlich von Novigrad erworben. Es war ein Schnäppchen. Der Verkäufer wollte es unbedingt loswerden. Jetzt habe ich erfahren, dass es in dem Gebäude angeblich spukt. Das würde die Eile des Verkäufers erklären. Ich glaube nicht an Geister, ganz einfach. Aber meine Männer sagen, das Haus zittere des Nachts, Wände würden einstürzen, sogar die Fußböden sich bewegen. Lässt sich da irgendwas machen? Gibt es ein Mittel dagegen? Na schön, ich sehe es mir mal an. Wie komme ich hin? Zum Anwesen gehört ein Obstgarten. Das Haus selbst ist leicht zu erkennen. Es hat lauter Risse in den Wänden. Hier ist der Schlüssel. Viel Glück. Ist es nicht das Haus? Ich weiß nicht, wie ich überhaupt jetzt an diese Quest reingekommen bin. Ich habe ihn einfach zufällig angesprochen, diesen Herrn. Willst du mich betrunken machen, der hat so ein Gesicht? Wenn ich dich noch nicht mehr Wer bist du? Keiner. Auch wenn Krieg herrscht, sind die Getränke immer noch ausgezeichnet. Ah! Okay, warte mal. Was habe ich gesagt? Wir machen jetzt nicht die Hauptquest, sondern wir haben noch zwei Nebenquests, ne? Machen wir das nochmal mit Philippa. Um uns dann anschließend um Wes zu kümmern. Philippa ist in Ochsenfurt? Nein. Ach, verdammt. Dann kommen wir auch mit, wie heißt der nochmal? Nee, nicht Räumen. Roche. Können wir auch vorher noch mit Roche sprechen? Weil wir jetzt einmal zu dem Versteck direkt porten werden. Dann macht das keinen Unterschied. Ob jetzt hier oder da. Weiß das da. So. Gehen wir mal in das Versteck der Temerischen Frei. Was sagst du? Tabellen, keine Ahnung. Und reden dort einmal mit. Ein Hexer, das hat unserer Truppe noch gefehlt. Was wir ihn gefunden haben. Schwerter bereit und links zu. Was schon überall? Erzähl mal. Ist er etwa gerade nicht hier? Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Wüsima ein Bordell. Ist er doch. Halte ich lieber vom anderen Fluss von der Wand behängen. Ich möchte nur mit Bernd sprechen. Gesund und munter. Und nice, ich war gestern in einem Spiel 6 Minuten on fire und von 16 Medaillen insgesamt 11 Gold. Nicht schlecht. Das ist super, Iris. Du erwähntest ein Problem. Wes. Sie hat mit ein paar Männern den Fluss überquert und will bei Maulbeertal die Schwarzen überfallen. So? Klingt wie etwas, das Partisanen tun würden. Die handeln auf Befehl. Ich hatte Wes aber verboten, das Lager zu verlassen. Unbefristet. Warum Maulbeertal? Was wollte Wes denn da? Die Bauern aus dem Dorf haben uns geholfen. Das haben die Nilfgaarder erfahren. Angeblich ist eine Strafexpedition geplant. Vermutlich werden sie jeden fünften Dörfler hängen.
Dann kann ich Wes verstehen, wenn sie die Dörfler retten will. Dich aber nicht, wenn du was dagegen hast. Krieg bedeutet Tod. Nicht nur für Soldaten, auch für Zivilisten. Man kann nicht alle retten. So einfach ist das. Seltsam. Ich habe dich für einen Idealisten gehalten. Das war ich auch und bin es noch. Aber mein Ideal ist ein freies Temerien. Dafür würde ich alles opfern. Auch Wes? Ah, ja,